Somit ist die Ehe zwischen Karl Kamper und Lena Kamper, geborene Grossmann, aufgrund des Verschuldens von Karl Kamper rechtskräftig geschieden. Als Scheidungsgrund hat das Gericht böswilliges Verlassen durch den Kläger Karl Kamper erkannt. Das Sorgerecht für die 10-jährige Tochter Theresa wird dem Vater zugesprochen, da dem Gericht Umstände bekannt sind, welche Zweifel an der Fähigkeit der Mutter nähren, die notwendige Obsorge für das Kind walten zu lassen. Frau Kamper, ich entnehme meinen Unterlagen, dass Sie wegen eines Alkoholproblems 6 Wochen lang in stationärer Behandlung im psychiatrischen Landeskrankenhaus waren. Frau Kamper hat die Entziehungskur vorzeitig abgebrochen. Herr Dr. Fritsch, es ist mir völlig klar, dass Sie die Interessen Ihres Mandanten vertreten, aber bitte unterbrechen Sie mich nicht, ja? Also, bitte. Ich warte auf Ihre Antwort, Frau Kamper. Zurzeit bin ich trocken, wenn Sie das meinen, Frau Rath. Und wie lange trinken Sie schon, Frau Kamper? Seitdem ich weiß, dass mein Mann eine Geliebte hat, seit 6 Monaten. Das Gericht geht bei einer Entscheidung über das Sorgerecht davon aus, dass die Mutter für die weitere Entwicklung des Kindes die wichtigere Bezugsperson ist. In Ihrem Fall kann ich leider nicht so entscheiden, Frau Kamper. Aus meinen Unterlagen geht auch hervor, dass Sie derzeit ohne Beschäftigung sind. Ich war bis vor 2 Wochen im Betrieb meines Mannes angestellt. Bis vor 2 Wochen? Ich wurde fristlos entlassen. Wie bitte? Sie müssen ein bisschen lauter sprechen, Frau Kamper. Ich wurde fristlos entlassen. Danke. Und was war der Grund Ihrer Entlassung? Frau Kamper erschien betrunken am Arbeitsplatz. An der Vertrauensstellung, die Frau Kamper im Betrieb meines Mandanten genoss, absolut unakzeptables Verhalten. Weiters entnehme ich den Unterlagen, dass Sie einen Verzicht auf jedweden Vermögens- und Unterhaltsanspruch geleistet haben. Karl, mein Mann hat gesagt, dass Theresa dann bei mir bleiben kann. Vermögensansprüche und Vormundschaftsfragen haben nichts miteinander zu tun, Frau Kamper. Mein Mandant bestreitet, dass ein Gespräch diesen Inhalts jemals zwischen den beiden stattgefunden hat. Aber natürlich, Herr Rechtsanwalt. Warum haben Sie denn die Entziehungskur abgebrochen und das Krankenhaus vorzeitig verlassen, Frau Kamper? Ich wollte bei meiner Tochter sein. Therese ist zu mir gekommen und hat mir erzählt, dass die neue Lebensgefährtin meines Mannes, dass sie sie schlägt. Aber das ist doch blühender Unsinn. Ganz im Gegenteil. Frau Gruber, die zukünftige Lebensgefährtin meines Mandanten, bemüht sich eindringlich um ein gutes Verhältnis zur Tochter meines Mandanten. Damit wäre für Sie alles in schönster Ordnung, Herr Rechtsanwalt, ne? Frau Kamper, ich billige Ihnen ein vorläufiges Besuchsrecht bei Ihrer Tochter von 3 Terminen wöchentlich zu, wovon 1 Termin auf das Wochenende fallen kann und einen Zeitraum von 24 Stunden umfasst. Weiters kläre ich Sie darüber auf, dass Sie bei nachweislichem Abschluss Ihrer Therapie und der Bestätigung über einen Arbeitsplatz erneut einen Antrag auf das Sorgerecht für Ihre Tochter Theresa stellen können. So, die Sitzung ist geschlossen. Die Frau wird einfach über den Tisch gezogen, Frau Doktor. Ja, Regine, es hat den Anschein. Aber ein Alkoholproblem, kein Job, kein Einkommen. Ich konnte nicht anders entscheiden. Selbstverständlich. Ich wollte mir auch keinerlei Kritik an Ihrer Entscheidung anmaßen. Aber ich ärgere mich nur, wenn sich Frauen so beschützen lassen. Entschuldigen Sie. Kennen Sie denn die Lebensumstände der Familie Kamper ein bisschen näher, Regine? Nur, was man so in der Stadt erzählt. Seit 12 Jahren verheiratet, eine Firma für Heizungstechnik aufgebaut. Dann lernt er eine Jüngere kennen. Und blöd, wie die Männer eben sind. Also Vorurteile sind eine schlechte Hilfe bei der Wahrheitsfindung, Regine. Das ist kein Vorurteil. Ein österreichischer Dichter hat einmal geschrieben, alles, was ein Mann schöner ist, als er auf, ist ein Luxus. Und ich würde nach 30 Jahren hier am Gericht hinzufügen, wenn ein Mann die Wahl hat, entweder mit dem Hirn zu denken oder mit dem, Sie verzeihen den Ausdruck, den ich mir jetzt denke, dann entscheidet er sich für Letzteres. Jetzt sagen Sie selber, wie soll man mit Ergebnissen umgehen, die sich auf ein paar Zentimeter Selbstüberschätzung gründen? Also meistens wird einem die Weisheit erst zuteil, wenn man nichts mehr damit anzufangen weiß. Und das betrifft die Frauen leider genauso wie die Männer, Regine. So, schauen wir mal. Was? Nach 200 Metern bist du mit dem Burschen auf 175? Nach 50 Meter. Ich fall tot vom Radl. Du erklärst dann,
Meine Witwe hat eine blöde Idee. Ja, aber du wolltest noch abnehmen, Herr Kollege. Abnehmen schon, aber nicht sterben. Das ist nicht so tragisch. Wenn du im Dienst stirbst, bist du wenigstens versichert. Na, dein Humor möchte ich haben. Die Edeltraut? Sie sind davon gerannt und sie sind ihr nicht mehr nachgekommen. Sie sind entführt worden. Meine Edeltraut ist das Opfer eines Kidnappings. Das dürfte für einen Laptop plus Drucker mehr als genug sein. Ich werde dir das Geld von meinem ersten Gehalt zurückzahlen, Arthur. Du musst mir nichts zurückzahlen. Das ist mir trotzdem peinlich. Wieso denn? Du bist dabei, wieder in deinen Beruf einzusteigen. Da kann man doch jemanden um Hilfe bitten. Jemand, du bist nicht irgendjemand. Du bist immerhin der Vater meines Kindes. Es tut mir leid, dass unsere Beziehung sich nur mehr auf dieser Ebene abspielt. Wie geht's Sebastian? Gut. Er hilft mir, wo er kann, jetzt, wo ich so viel arbeite. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und Maria Anna? Es geht dir gut. Komm uns doch mal besuchen. Ja. Ach, Elke, wir haben unser Testament geändert. Maria Anna wird zu gleichen Teilen begünstigt wie unsere Enkelkinder. Sehr großzügig, Arthur. Versprich mir bitte nur eins, dass du mich nicht begünstigst. Ich habe noch vor, einige Zeit unter den Lebenden zu bleiben. So, meine Herrschaften, hier bitte. Zum Mittag war sie noch hier. Doch nicht die Edeltraut. Ja, natürlich, wer denn sonst? Ich musste kurz weg etwas besorgen, als ich zurückkam. Und wir glauben, die Edeltraut ist ihre Gemahlin. Dabei ist nur so ein blödes Hundsviech. Blödes Hundsviech. Hier handelt es sich um Edeltraut, Prinzessin von Lützau, Freifrau von Deinzendorf. Und ich kann es nur ihrem beschränkten Beamtendenken zuschreiben, dass sie keine Ahnung davon haben, was dieser Rassehund wert ist. Jetzt passen Sie auf, was sagen, Herr Hackl. Du hast keinen Beamten beleidigen. Weil was beschränkt ist, das bestimmen immer noch wir. Genau. Und die Richterin hat erlaubt, dass wir uns dreimal in der Woche sehen. Und in den Ferien machen wir ganz sicher gemeinsam Urlaub. Was hältst du von Griechenland? Ich habe von einer Insel gelesen, die heißt Chios. Da gibt es am Strand dunkelschwarze Kiesel. Aber du hast doch gesagt, ich kann bei dir wohnen, Mami. Ja, das kannst du ja auch. Ich muss nur zuerst noch einmal in dieses Krankenhaus, wo man mir ein Papier gibt, wo drauf steht, dass ich wieder ganz gesund bin. Bis dahin musst du beim Papa bleiben und folgsam sein. Versprichst du mir das? Ja, aber du musst mir auch was versprechen. Was denn? Dass du nicht mehr trinkst. Ich habe nur getrunken, weil ich traurig war. Ich bin auch traurig. Das musst du nicht sein. Ich verspreche dir, dass ich nicht mehr trinke. Und du versprichst mir, dass du ein bisschen fröhlich bist. Abgemacht? Hm? Okay. Zeig. Hast du deine Schulaufgaben schon gemacht, Theresa? In 30 Minuten bist du fertig und zeigst mir die Arbeiten und dann ab ins Bett. Du wirst schon noch lernen, dass jetzt andere Sitten bei uns im Hause herrschen. Regine? Bitte könnten Sie einmal kommen. Bitte sehr, Frau Doktor. Edeltraut, Prinzessin von Lützau, Freifrau von Deinzendorf. Das klingt ja ziemlich bombastisch. Ja, die Entführung, die war heute bei der Post. Sie meinen die dauernde Sachentziehung nach § 135? Selbstverständlich.
Aber für den Hackel ist das glattes Kidnapping. Seine Frau ist auch verschwunden. Die scheint ihm nicht abzugehen. Zumindest hat er keine Abgängigkeitsanzeige gemacht. Übrigens, der Hackel ist ein Zugezogener, hat sich einen Hof gekauft und aufwendig renoviert. Eine Hundeentführung? Als ob wir nichts Besseres zu tun hätten. Gut, Kamper. Kamper, da haben wir es schon, Frau Lena Kamper. Gut, Frau Kamper, der Antrag ist in Ordnung. Da ist zwar die Sache mit dieser fristlosen Entlassung, aber das spielt in unserem Fall keine Rolle. Und Sie haben Anspruch auf Arbeitslosengeld in der Höhe von 103 Schilling und 20 Groschen am Tag. Wie viel bitte? 103 Schilling und 20. Ich meine, Sie haben als Aushilfssekretärin im Betrieb Ihres Mannes 3200 Schilling verdient. Ich war stellvertretende Geschäftsführerin und ich habe 32.000 im Monat verdient. Tut mir leid, da sind Sie mit 3200 gemeldet. Dieser Scheißkerl. Wenn man sich so umschaut, möchte man am liebsten ausruhen, so wie die ganze Landschaft. Du doch nicht, Julia. Ihr seht doch schon 7 Tage Weihnachtsurlaub zu viel. Ja, das stimmt. Wie geht's eigentlich Maria Anna? Gut. Elke hat jetzt wieder einen Fulltime-Job. Das ist doch schön für Sie. Sebastian kümmert sich hauptsächlich jetzt um das Baby. Das wird er schon gut hinkriegen. Findest du? Du, Babys im Alter von Maria Anna brauchen einen vollen Magen und einen trockenen Popo. Und jemand, der sich regelmäßig um sie kümmert und sie einfach lieb hat. Arthur, da wohnt mein aktuellster Fall. Da würde ich gerne mal reingehen. Na gut, kein Problem. Wir sehen uns ja eh beim Weinfest. Aha. Herr Hackl? Ja. Mein Name ist Julia Laubach, ich bin Richterin hier am Bezirksgericht. Ich war auf einem Spaziergang zufällig in Ihrer Nähe. Ich habe heute Ihren Fall auf den Schreibtisch bekommen. Oh, ich habe nicht gedacht, dass die Behörde so schnell reagiert. Wie gesagt, reiner Zufall, dass ich in Ihrer Nähe war. Und da wollte ich einmal einen Blick auf Ihre Lieblinge werfen. Natürlich nur, wenn Sie nichts dagegen haben. Natürlich nicht, Frau Rath. Gnädige Frau, sind auch Hundeliebhaberin? Ich habe leider nicht die Zeit, um für einen eigenen Hund zu sorgen. Schade, schade. Ja, aber Sie sagen es, die Sorge. Es ist viel Sorge und Liebe, die man den Hunden widmen muss. Aber jeder Mensch, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, wird es verstehen. Nur, meine Frau hat kein Verständnis dafür. Ganz im Gegenteil. Sie fühlt sich vernachlässigt und reagiert jetzt mit Bösartigkeiten. Sie soll ja ihre Edeltraut, Prinzessin von Lützau, Freifrau von Deinzendorf, entführt haben. Ein wunderbares Wesen. Diese Grazie, dieser Anmut und dann erst der Charakter. Eine Aufrichtigkeit. Also es ist wirklich eine wahrhaft edle Dame. Entschuldigen Sie bitte, von wem sprechen Sie jetzt? Ja, natürlich von Edeltraut. Meine Frau ist eine Natter. Durchtrieben und bösartig, gemein, niederträchtig und rachsüchtig. Aber gnädige Frau, wollen wir nicht im Haus eine Tasse Kaffee trinken? Gerne. Ich sterbe fast vor Angst, wenn ich dran denke, dass Edeltraut ihr hilflos ausgeliefert ist. Meine Frau wird sie quälen und zerstören. Bitte zerstören? Den Charakter. Sie können sich ja nicht vorstellen, wie sensibel solche Rassehunde sind. Ein falsches Wort. Ein lauter Ton. Na, von Schlägen möchte ich überhaupt nicht reden. Wo ist denn Ihre Frau? Jeden Luxus habe ich ihr zu Füßen gelegt. Schmuck, Autos, Reisen. Ja, natürlich musste sie alleine fliegen. Ich kann doch meine Lieblinge nicht einem Fremden anvertrauen. Herr Hackl, darf ich Sie fragen, wovon Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten? Von meinem Bankkonten. Ich habe vor 3 Jahren meine Firmen verkauft, die ich 30 Jahre lang aufgebaut habe. Jetzt lebe ich nur noch für meine Hunde, Sie entschuldigen. Ja, bitte, Hackl. Was soll das? Wo ist Edeltraut? Du kommst sofort mit dem Hund hierher.
Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, natürlich habe ich die Anzeige erstattet. Die Richterin ist schon da. Was? Du glaubst es nicht? Ja dann, bitte. Laubach? Natürlich können Sie mich sprechen, Frau Hackl. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin mit meinem Büro. Wollen Sie noch mit Ihrem Mann reden? Ja. Sie hat Nein gesagt. Tut mir leid. Moment. Ja, bitte? Guten Tag, Frau Kamper. Guten Tag. Es tut mir leid, dass ich Sie stören muss. Wälzel vom Bezirksgericht Horn, Gerichtsvollzieher. Was habe ich denn mit dem Bezirksgericht Horn zu tun? Wir vertreten die Vereinigten Krankenkassen. Darf ich kurz reinkommen? Ja, sicher. Sie müssen entschuldigen, ich renoviere gerade. Ich bin erst letzte Woche hier eingezogen. So der reinste Saustall. Bastler-Hit stand im Inserat. Das kennen wir. Die Sache, um die es geht, ist folgende. Der Krankenkasse ist zu Ohren gekommen, dass sie im Geschäft ihres Mannes mit einem bedeutend niedrigeren Gehalt angestellt waren, als sie tatsächlich erhalten haben. Ja, das habe ich selber nicht gewusst. Davon habe ich erst am Arbeitsamt erfahren. Das glaube ich Ihnen schon. Aber die Krankenkasse sieht das anders und hat gegen Sie eine Nachforderung von 73.000 Schilling. Wie gesagt, das ist nur der Arbeitnehmeranteil für die Zeit. Und da kann man jetzt gar nichts mehr machen? Ich fürchte, nein. Sie haben auf den Bescheid nicht reagiert. Die Frist ist vorüber. Ich war im Krankenhaus. Mein Mann hat die Post behoben. Vermögen und pfändbare Sachen besitzen Sie ja nicht, wie man so sieht. Jetzt reicht's. Grüß dich, Bürgermeister. Gottfried. Schön, dass ihr gekommen seid. Ja, ist doch selbstverständlich. Martin, ich danke dir für diese Einladung. Ich weiß ja, man soll alte Bekanntschaften pflegen, aber man hat halt oft so wenig Zeit dazu. Jetzt muss ich trotzdem ein bisschen arbeiten. Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Freunde, ich danke euch, dass ihr alle so zahlreich zu unserem nunmehr schon traditionell gewordenen Weinfest erschienen seid. Und somit danke ich allen Weinbauern und ich betone allen, nicht nur den heute Prämierten. Ihr alle seid, poetisch ausgedrückt, Verbündete des Dichters. So wie der Poet geht der Weinbauer mit Eifer daran, etwas zu erschaffen, das sich im Grunde seiner Wirkung als etwas Beglückendes erweist. Ein österreichischer Politiker hat einmal gesagt, wer Visionen hat, der braucht einen Arzt. Der Weinbauer braucht Visionen. Und, meine Damen und Herren, diese Region und dieses Land braucht den Weinbauern. Und somit möchte ich mit einem Hoch auf euren Berufsstand enden, der unserer schönen Stadt Retz zu dem Ruhm verholfen hat, auf den wir alle stolz sind und den wir noch heute genießen. Das Zentrum des Qualitätsweinbaus zu sein. Ich danke Ihnen allen. Jetzt brauche ich einen Schluck. So eine Rede macht durstig, Herr Bürgermeister, nicht wahr? Das kann auch Ihnen wahrscheinlich auch. Lena. Du bist das letzte Arschloch, das es überhaupt gibt. Das sollen auch alle hier wissen. Jetzt erzähle ich euch die ganze Zeit, wie gut unser Wein ist. Und ihr verwendet ihn zum Kopfwaschen. Also bitte. Entschuldigt mich. Das machst du kein zweites Mal. Nicht in aller Öffentlichkeit, der hat dich bloßzustellen, du!
Ich rede mit dir, verdammt nochmal! Ich nicht mit dir! Lassen Sie das! Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Schmarrn. Wollen Sie Hilfe? Nein, nein, danke, es geht schon. Das ist eine private Auseinandersetzung zwischen mir und meiner Frau. Ihr Mann. Mein Ex-Mann, und ich will nicht mit ihm reden. Ich hab's gehört. Hau endlich ab, du Wichser! Es gibt nur wenige Dinge, die mich aufregen. Mit Sicherheit Männer, die Frauen so behandeln. Da kann ich sehr ungemütlich werden. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Keine Ursache. Kann ich Sie irgendwo hinbringen? Nein, danke. Ich wohne gleich in der Nähe. Ich gehe zu Fuß. Wenn Sie Hilfe brauchen, hier ist meine Karte. Danke. Ich bin Anwalt. Dr. Laubach. Danke. Frau... Kamper. Lena Kamper. Entschuldigen Sie, ich habe mich nicht vorgestellt. Gehört das Ihnen? Ach, das habe ich gar nicht gemerkt. Danke. Bitte. Da bist du ja endlich. Entschuldige, ich bin etwas aufgehalten. Ist was? Nein. Ich bin gespannt, wer dies Jahr verdient. Also, ich könnte mir vorstellen, als wir das letzte Mal beim Staudenhammer waren, meine Lieben. Das geschieht Ihnen recht. Es gibt ja doch noch eine Gerechtigkeit. Entschuldige, bitte. Also, weißt du, ich würde mir das nicht gefallen lassen. Meine Verehrung, Frau Rath. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Tag, Herr Bürgermeister. Ich begrüße Sie. Herr Doktor, komm. Danke. Wie geht's? Wo denn? Komm, ich sag, wir gehen jetzt. Darf ich bitten? Guten Tag, Frau Doktor. Herr Dr. Laubach. Guten Tag, Regine. Wir wollten jetzt aber niemanden vertreiben. Jetzt komm. Das war der Kamper. Die Scheidung, Sie erinnern sich. Natürlich, ist ja noch nicht so lange her. Dieser Mann wollte vor wenigen Minuten bei seiner Frau handgreiflich werden. Ein humorloser Mensch. Wegen so einer kleinen Kopfwäsche. Frau Doktor, darf ich Ihnen zur Begrüßung einen ganz erlesenen Tropfen anbieten? Ein grüner Veltliner von der Rede Altenberg, Jahrgang 1997. Ich hoffe, er wird den Mund. Sicher. Was hätte ich denn machen sollen? Ich bin halt so wie... Ich bin... Ein Besuchsrecht. Und das lässt du dir gefallen? Dazu hättest du aber keinen Rechtsanwalt gebraucht. Man kann eine Mutter und ein Kind nicht so einfach auseinanderreißen. Kann man nicht? Wie soll das hier im Haus jemals funktionieren, wenn diese Säuferin dreimal in der Woche zu Theresa kommt und sie gegen uns aufhetzt? Du stehst nicht zu mir. Am Ende tut's dir auch noch leid, dass du dich scheiden hast lassen. Aber natürlich stehe ich zu dir. Morgen, Papa. Morgen, Theresa. Guten Morgen, Eva. Morgen. So, pass doch auf! Entschuldigung, ich hab das nicht absichtlich gemacht. Das wäre ja noch schöner. Damit du lernst, dass man bei Tisch ordentlich sitzt, gibt's heute kein Frühstück.
einfach lernen, dass sie an einem Frühstückstisch und nicht vor einem Sautrog sitzt. Oh, wunderbar, wie sich der Ficus entwickelt hat. Ich kümmere mich auch um ihn. Wir hätten schon vor 20 Jahren Grünpflanzen hier am Gericht aufstellen sollen. Sie erfreuen das Auge und beruhigen die Nerven. Am Anfang waren Sie so skeptisch, Regine. Ich höre noch, wie Sie gesagt haben, das ist ein Gericht und kein Palmenhaus, Frau Rath. Man ändert eben seine Meinung mit der Zeit. Ich war auch immer gegen Haustiere. Aber eigentlich könnte ich mir so einen Gerichtskater sehr gut vorstellen. Das heißt, gerade jetzt würde er vermutlich fauchend draußen am Kasten sitzen. Warum denn? Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Die Kidnapperin ist draußen mit dem Entführungsopfer. Die Frau Hackel mit der Edeltraut, warum sagen Sie das nicht gleich? Na, ich sag's doch. Also, ich lasse bitten. Die Frau Rath lässt bitten. Danke. Guten Tag, Frau Hackel. Ich bin Julia Laubach. Bitte nehmen Sie Platz. Sitz, Edeltraut. Sehr folgsam. Gut erzogen. Mein Mann ist ein Pedant. Aber sein Besitzanspruch auf Edeltraut scheint zu Recht zu bestehen. Besitzanspruch? So ein Unsinn. Wir haben keinen Ehevertrag und somit gehört mir die Hälfte von allem. Aber das ist ja gar nicht das Problem. Sondern? Das ist eine lange Geschichte. Wir dürfen uns ja morgen erst sehen. Aber ich wollte unbedingt wissen, wie es dir geht. Du musst jetzt gehen. Der Unterricht fängt bald an. Ich habe heute kein Frühstück bekommen. Was? Weil ich die Milch verschüttet habe. Das kommt nicht wieder vor. Ich rede mit dem Papa. Ich mochte ja Hunde am Anfang gern. Ich mag sie heute noch. Aber mein Mann hat es fast geschafft, mir das abzugewöhnen. Was der mit den Hunden aufführt, das ist nicht normal. Inwiefern? Also begonnen hat es mit einem Spaniel. Einem reinrassigen natürlich. Mit ihm gewann er damals seinen ersten Züchterpreis bei der Hundeausstellung in Dortmund. Da haben wir uns kennengelernt. Ich hatte auch einen Spaniel im Bewerb. Aber ich habe bei Ihrem Mann gar keinen Spaniel gesehen. Natürlich nicht. Die Edeltraut hat er ja erst später kennengelernt. Ach ja, die Edeltraut. Er hat Unsummen für sie bezahlt. Danach mussten die beiden Spaniel natürlich weg. Und so ist eben ein Windhund nach dem anderen dazugekommen. Aber die Edeltraut ist für Erich immer die Nummer eins geblieben. Aber jetzt habe ich die Scheidung eingereicht. Und Sie wollen den Hund als Druckmittel verwenden? Ich würde sagen, Edeltraut gehört genauso mir. Ja, das ist eben nicht ganz so einfach, Frau Hackel. Schauen Sie, was Sie begangen haben, ist eine dauernde Sachentziehung nach § 135 Absatz 2, weil eben der Hund so wertvoll ist. Die Sache wird gemildert durch den Paragraphen 166, Begehung im Familienkreis. Aber hier besteht Ihr Gatte ausdrücklich auf Strafverfolgung. Er will nämlich beweisen, dass er der alleinige Besitzer von Edeltraut ist. Jedenfalls steht auf dieses Delikt eine mögliche Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten, Frau Hackel. Und was steht auf Sachbeschädigung? Sachbeschädigung? In welchem Zusammenhang? Ich habe Edeltraut im Prater einem Mischlingsrüden zugeführt. Ein ordinärer, hässlicher Kerl. Aber die beiden hatten viel Spaß miteinander. Wird Ihren Mann nicht sehr freuen. Aber sagen Sie, zahlt sich so ein Ärger wegen ein paar Hunden aus?
Wegen der Hunde vielleicht nicht. Aber wegen des Besitzers des Mischlings in jedem Fall. Wir hatten ebenfalls viel Spaß miteinander. Ich muss mit Karl reden. Er ist nicht da. Dann reden wir beide. Ich habe mit Ihnen überhaupt nichts zu bereden. Warum ist die Theresa heute ohne Frühstück in die Schule geschickt worden? Damit das Mädel endlich Manieren lernt. Sie waren ja nicht in der Lage, das Kind halbwegs zu erziehen. Ich verstehe schon, dass Sie mich hassen. Obwohl es da ohnehin keinen Grund gibt. Ich möchte den Karl nicht einmal mehr geschenkt. Aber warum denn das arme Mädel? Dr. Laubach, kommen Sie rein. Ich störe nicht. Ich mache gerade Kaffee. Wollen Sie eine Tasse? Gern. Ist Elke nicht da? Sie ist in Frankfurt, irgendeine Reportage. Laptop schon im Einsatz. Nehmen Sie sie kurz. Was heißt kurz? Auch länger. Gerne. Na? Täusche ich mich oder ist Maria Anna nicht soeben mit einer nicht gerade unattraktiven Frau nach Hause gekommen? Nein, Sie haben sich nicht getäuscht. Ich hatte Prüfungen. Helga hilft mir beim Babysitten. Helga? Ja, Helga. Sebastian, brauchst du mein Hemd? Eine Bluse ist voll. Babybrei. Darf ich vorstellen? Helga Schuster, Dr. Laubach. Angenehm. Warum sagst du denn keinen Ton, dass du Besuch hast? Dr. Laubach ist der Vater von Maria Anna. Entschuldigung, ich zieh mir nur schnell was an. Babysitter. Auch? Elke ist ja nie da. Ja, das Leben muss ja weitergehen, nicht? Nein, nein, ich kenne sie von früher. Helge war Schreibkraft bei Julia im Gericht in Retz. Tja, die Welt ist klein. Aber ob das immer ein Vorteil ist, was meinst denn du, Mariana? Na, fertig? Ja, heute war eine Mathe. Gut, dann gibt's jetzt zu Jause Milch und Kekse. Wie heißt das? Bitte. Na, warum denn nicht gleich? Danke. Aber räum deine Schulsachen noch weg, bevor du isst, ja? Ich glaube, wir müssen andere Seiten aufziehen, damit du dir das endlich merkst. So, und jetzt wäschst du den Boden auf und säuberst den Tisch. Hast du mich nicht gehört? Ich will zu meiner Mami. Wenn du dich noch lange spielst, Theresa, dann wirst du deine Mutter überhaupt nicht mehr sehen. Dann stecken wir dich in ein Erziehungsheim. Theresa! Komm sofort zurück!
Um Gottes Willen. Was ist denn? Ich will nicht mehr zu Papi und zu Eva. Sie ist so gemein zu mir. Was ist denn passiert? Sie hat mir Milch über den Kopf geschüttet und dann hat sie gesagt, dass ich jetzt heimkomme und dich nicht mehr sehen darf. Das stimmt nicht. Glaub ihr das nicht? Warum kann ich nicht bei dir wohnen? Das kannst du. Das werden wir jetzt versuchen. Wir fahren in die Stadt. Er müsste jeden Moment hier sein. Also das ist ja das Mindeste, dass er pünktlich ist. Für wann ist sie bestellt? Für 16 Uhr. Dann haben wir für ihn eine halbe Stunde. Müsste reichen. Sie haben mit ihm eine halbe Stunde, Frau Doktor, wenn ich das präzisieren darf. Sie dürfen, aber wieso legen Sie solchen Wert darauf? Weil Sie nicht nur Juristin sind, sondern auch eine wunderbare Psychologin. Ohne Erfolgsgarantie. In einem Land, wo man sich bei Konflikten schon immer das Hakel ins Kreuz gehaut hat, stand selbst Dr. Freud auf verlorenem Posten. Herr Hakel! Herr Hakel, pünktlich auf die Minute. Darf ich Sie mein Zimmer bitten? Ja, bitte. Frau Dämmerlein, es ging schneller, als ich dachte. Sie haben Besuch, Herr Doktor. Wir haben doch keine Termine. Die Dame hat sich nicht abweisen lassen. Eine Frau, Lena Kamper. Mit einem Kind? Das ist jetzt nicht das, was Sie annehmen. Ich weiß nicht, was Sie glauben, dass ich jetzt annehme, Herr Doktor. Frau Dämmerlein, nach so vielen Jahren guter Zusammenarbeit wissen Sie genau, was ich glaube, was Sie jetzt annehmen. Deshalb in aller Deutlichkeit. Sie irren. Frau Kamper. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Das ist meine Tochter Theresa. Theresa, was kann ich für Sie tun? Sie sagten, ich kann mich an Sie wenden, wenn ich Hilfe brauche? Ihre Frau hat die Scheidung eingereicht, Herr Hakel. Ja, aber das ist doch kompletter Unsinn. Gudrun soll zurückkommen, Edeltraud mitbringen und alles ist wieder in Butter. Ich fürchte, Ihre Frau sieht das anders, Herr Hakel. Sie fühlt sich schon seit Jahren von Ihnen vernachlässigt und immer hinter die Hunde zurückgesetzt. Sie sagt, sie möchte von einem Mann Verständnis und Zärtlichkeit und keine Hundehaare im Bett. Sie fühlt sich noch jung genug, um einen neuen Partner zu finden, für den sie dann wichtiger ist als der wertvollste Hund der Welt. Gibt's denn solche Menschen? Naja, wenn Sie es sagen. Ich glaube, Ihre Frau liebt Sie noch immer, Herr Hakel. Unvorstellbar, wenn jemand so bösartig ist. Dann sind Sie ihr das offensichtlich wert, denn Bösartigkeit ist ziemlich anstrengend. Ja, da ist was Wahres dran. Wie kann ich meine Frau erreichen? Ich habe fest versprochen, Ihren Aufenthaltsort nicht zu verraten. Ja, aber ich muss Sie unbedingt sprechen. Entschuldigen Sie, Frau Doktor, aber der nächste Termin wartet draußen. Kein Problem, nur herein damit, Regine. Der nächste Termin? Aber wir sind doch noch gar nicht fertig. Wir haben doch noch überhaupt... Edeltraud. Ich wollte sagen, Gudrun. Sie haben sicher einiges miteinander zu besprechen. Ich warte so lange nebenan. Das ist die Situation, Herr Doktor. Und wenn ich mich jetzt völlig ins Unrecht setze, ich lasse meine Tochter nicht einen Tag länger bei dieser Frau. Das müssen Sie doch verstehen. Ich verstehe das, aber ob das Gericht das genauso sieht, steht auf einem anderen Blatt. Natürlich wird das Gericht die Umstände erneut prüfen, wenn ihm zur Kenntnis gebracht wird, dass Theresa von Frau Gruber so behandelt worden ist, wie Sie das geschildert haben. Aber wenn Sie das Kind dem Erziehungsberechtigten nicht zurückbringen, dann machen Sie sich eines Deliktes schuldig, das mit Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Das muss ich riskieren. Ich habe Theresa versprochen, dass sie nie wieder dorthin zurück muss. Wir werden versuchen, irgendwie ins Ausland zu kommen. Haben Sie einen Pass für das Kind? Geld? Nein. Dann halte ich das nicht gerade für sinnvoll. Was raten Sie mir dann? Das Kind dem Vater zurückbringen und gleichzeitig ein kinderpsychologisches Gutachten beantragen. Mami,
Ich will nicht mehr zum Papi und zur Eva. Das musst du auch nicht, mein Schatz. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Frau Kamper, wie haben Sie sich entschieden? Ich weiß nicht. Mir wird sicher was einfallen. Einen Augenblick. Würden Sie sich freundlicherweise noch mal setzen? Ja. Danke. Frau Dämmerlein, das Zimmer in Ihrer Wohnung, das Sie an eine Studentin vermieten wollten, ist das noch frei? Ja, schon. Aber ich habe es in der Zeitung inseriert. Und es haben sich bereits zwei Interessenten gemeldet. Vergessen Sie es. Ich habe bereits einen Interessenten für Sie. Mit einem Kind? Mit einem Kind. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das auch so will, Herr Doktor. Das kann ich verstehen, aber die Sicherheit kommt mit der Zeit. Ich zahle die doppelte Miete. Sie? Ja. Ich. 10 Minuten. Und das in aller Ruhe. Nicht einmal der Hund hat gejault. Ich muss mich bei Ihnen bedanken, Frau Rath. Sie haben mir die Augen geöffnet. Ich habe wirklich nur noch für die Hunde gelebt und Gudrun ganz vernachlässigt. Aber das wird jetzt anders. Die Hunde werden bis auf Edeltraut verkauft und wir beide fangen ein ganz neues Leben an. Herr Hackl, man kann nur jemandem auf die Sprünge helfen, der dazu auch bereit ist. Frau Dämmerlein bringt Sie jetzt in die Wohnung und wird Ihnen das Nötigste zeigen. Dort warten Sie, ich halte Sie auf dem Laufenden. Hier, das gilt für die nächsten Tage. Nehmen Sie, Sie können es gebrauchen. Danke. Wiedersehen, Theresa. Und keine Angst mehr. Sie hören von mir. Können wir gehen? Ja. Warum tun Sie das für mich, Herr Doktor? Einfach so. Machen Sie sich keine Gedanken. Tja, warum tue ich das? Der Anwalt vom Kamper, der Dr. Fritsch, hat natürlich sofort Anzeige erstattet. Dir ist sicher klar, was du da machst, Arthur. Das ist ein glatter 195er. Das kann dich in des Teufels Küche bringen. Hat nichts Heiß gegessen, wie es gekocht wird. Dass die Augen des Mädchens sehen sollen. Ja, das glaube ich dir, ja. Aber deswegen können wir uns auch nicht über die Gesetze hinwegsetzen. Ja, ich muss mich für befangen erklären, wenn du offiziell die Frau Kamper vertrittst. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Vielleicht habe ich bis morgen Mittag ja schon das Gutachten. Hier geht's um ein Kind, das für die Fehler der Erwachsenen büßen muss. Gut, Arthur, ich komme morgen Vormittag zu dir in die Kanzlei und dann besprechen wir alles Weitere, ja? Und jetzt lass uns zu Bett gehen, Arthur. Es ist 2:30 Uhr früh. Arthur. Ja. Laubach? Guten Morgen, Herr Dr. Laubach. Der Herr Oberstaatsanwalt hätte Sie gerne dringend gesprochen. Ja gut, dann verbinden Sie mich. Der Herr Oberstaatsanwalt hätte Sie gerne persönlich gesprochen. Er fragt, ob Sie jetzt gleich zu ihm kommen können. Ja, ich muss erst an die Kanzlei. Also in knapp einer Stunde könnte ich da sein. Dieser Dr. Fritsch? Ist jedenfalls sicher, dass du den Aufenthaltsort deiner Klientin Lena Kamper kennst. Es gibt einen Haftbefehl gegen die Frau. So prompt? Da muss aber jemand blendende Beziehungen haben. Keine besseren als du, Arthur. Übrigens, auch ich nehme an, dass du den Aufenthaltsort von Frau Kamper kennst. Ich warte auf Antwort. Arthur! Ja, ich kenne ihn. Bitte. Also, warum denn nicht gleich? Aber ich will ihn dir nicht mitteilen. Arthur,
Kindesraub ist ein Verbrechen, das muss ich dir nicht sagen. Und du machst dich der Beihilfe schuldig. Wenn du mir so kommst, berufe ich mich natürlich auf meine anwaltliche Schweigepflicht. Du weißt genau, dass du damit nicht durchkommst, Arthur. Ich muss es drauf ankommen lassen. Ich brauche nicht extra zu betonen, dass ich dieses Gespräch leider nicht als ein privates betrachten kann. Nein, brauchst du nicht. Dann danke ich dir, dass du trotz der frühen Stunde Zeit gefunden hast. Arthur! Der Oberstaatsanwalt nimmt mich in Beugehaft, weil ich den Aufenthaltsort von Frau Kamper nicht preisgebe. Du weißt, was zu tun ist. Und mach dir keine Sorgen. Keine Sorgen? Was heißt keine Sorgen?